Leute, heute werden wir Moritz' Nummer leaken, aber ohne, dass er was davon weiß. Und zwar habe ich hier noch ein altes Handy rumliegen gehabt und ich habe mir eine neue Nummer geholt. Und wir werden heute diese Nummer leaken, aber ganz unauffällig. Und ich werde den Zuschauern das vermitteln, dass es Moritz' Nummer ist und Moritz weiß davon nicht. Und dann gucken wir mal, wie ihr reagieren würdet, wenn Moritz' Nummer wirklich geleakt werden würde. Ich kann natürlich nicht eine echte Nummer leaken, das wäre natürlich sehr asozial. Lasst ein Like, wenn ich es auch machen soll. Eine echte Nummer leaken, das wird Part 2. Ne, Moritz, das mache ich natürlich nicht. Ne? Und da ist der ganze Plan so, ich werde erstmal ganz unauffällig auf TikTok live gehen oder auf Instagram live gehen und dann werde ich ein zweites Handy zeigen, dann ist ja irgendwie Moritz' Kontakt zu sehen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn das so wäre, ne? Aber ich würde sagen, wir gehen das allererste Mal auf TikTok live und sehen mal, ob das überhaupt jemand checkt, dass ich die Nummer ins Handy, dass ich einfach Moritz' Handynummer in den Livestream halte und wie lange es dauert, bis jemand mein Handy jetzt hier voll spammt und mich anruft. Und am Ende des Videos werden wir noch mit Moritz zusammen drauf reagieren und euch anrufen. Also bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Okay, Leute, ich gehe jetzt auf TikTok live und ich werde dann so eine Challenge machen, dass ich mal ein paar Leute aus meinem Telefonbuch anrufe. Und dann werde ich Moritz so auf den anrufen und dann die Nummer so reinzeigen. Ja, warum geht der nicht dran? Und dann, ja. Das ist der Plan. Ich würde sagen, let's go, wir gehen live. Ich bin aufgeregt. Okay, let's go. Hallo, na, was geht ab? Ich bin mal nach 100 Jahren wieder auf TikTok live. Wenn ihr wollt, dass ich ein paar Leute aus meinem Telefonbuch gleich anrufe, dann liked mal schön den Stream. Liked den mal und dann rufe ich ein paar Leute aus meinem Telefonbuch an. Ja, Leute, ihr habt genug geliked. Wen soll ich anrufen? Schreibt mal rein, wen ich jetzt FaceTime soll aus meinem Telefonbuch und ihr seid dann live dabei. Schreibt rein, wen ich FaceTime soll. Let's go. Schreibt rein. Moritz schreiben, Leute. Zoe soll ich anrufen. Moritz. Schreibt rein. Okay, Moritz. Okay. Wenn ihr es so wollt, dann rufe ich Moritz an. Sollen wir ihn anrufen hier? Hier wird er angerufen. Wenn sie mal rangeht. Scheiße, ich glaube. Ich glaube, mir ist gerade was passiert. Scheiße, das war nicht gut. Scheiße. Mir ist gerade ein Problem passiert. Leute, ich gehe vielleicht später nochmal live, aber wir sehen uns. Okay, Leute. Das lief ja blendend. Wir hatten nur, keine Ahnung, 150 Zuschauer auf TikTok. Alter. Nein, schreibt noch keiner. Ab jetzt stoppen wir die Zeit, wie lange es dauert, bis mich jemand anruft. Also ich habe dir jetzt gerade die Nummer von Moritz im Stream gezeigt. In einer Minute ist es gleich um. Hä? Es hat niemand angerufen. Als ob niemand ein Screenshot gemacht hat. Okay, Freunde, wir haben jetzt 5 Minuten gewartet. Ich habe bei 5 Minuten gestoppt. Und es hat niemand geschrieben. Wirklich, niemand hat es gecheckt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf Instagram live. Machen wir das Ganze noch ein ganzes Mal. Ich will das Ganze ein bisschen länger ziehen. Okay, let's go. Okay. Es hat jemand mitten im Stream, ich habe jetzt beendet den Stream, weil noch keiner da war zum Glück. Oh mein Gott. Es hat jemand geschrieben. Hallo Moritz. Johannes hat gerade außen deine Telefonnummer geleakt. Oh mein Gott, Finja. Finja auf SMS. Auf WhatsApp schreibt sie mir. Oh, es gibt noch eine Nachricht. Alessia. Also jetzt geht's wirklich rund. Okay, deine Nummer wurde geleakt, wollte nur mal Bescheid sagen. Oh mein Gott, sie schickt einen Screenshot. Oh, ich hab einfach so richtig unrealistisch, was Moritz niemals machen würde, wenn die Nummer wirklich geleakt werden würde. Oh, das ist nicht gut. Danke für die Info. Richtig, also was Moritz so schreiben würde, so, oh, das ist nicht gut. Und dann würde ich das, also. Ja, okay. Okay, der schreibt kein Problem. Sehr gut. Okay, danke für die Info. Ich hasse Johannes E. Oh Gott, was tun wir gerade Moritz Namen? Wir haben gerade seine Identität gehackt. Okay, zweiter Versuch auf Instagram. Let's go. Gehen wir auf Instagram live und dann. Hallo Leute, was geht ab? Ich mache mal einen Instagram-Livestream. Habe ich mir mal überlegt heute. Leute, sag mal ein paar Namen, die ich in meinem Telefonbuch anrufen soll. Moritz. Schreib mal Moritz, ja, schon wieder Moritz, ja. Ich rufe gleich mal Moritz an. Let's go. Ist er da? Bitte geh ran, Moritz! Geh ran! Ah, scheiß drauf. Wen soll ich noch anrufen? Sag mal Bescheid. Ich will die Nummer zeigen. Nein, hab ich nicht gesehen? Nein. Fuck. Nein. Wie dumm, ich bin offline gegangen. Wie dumm ist das denn? Okay, jetzt ist es richtig schlecht. Okay, jetzt stoppen wir wieder. Jetzt stoppen wir wieder die Zeit, Leute. Okay, jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, bis jemand mir schreibt. Jetzt geht's los, ja, perfekt. Gehen wir mal ran. So. Moin, ich glaube, dein Kumpel hat gerade deine Nummer veröffentlicht. Wer? Der Johannes. Oh, nee. Aufgelegt, einmal aufgelegt. Es gab auf jeden Fall schon den ersten Anruf. Beschreibt jemand dumm von Johannes, obwohl so dumm kann man nicht sein. Freue mich aufs nächste Video. Ja, ja.
Ja, also dann kann man nicht sagen. Okay, Leute, wir haben jetzt 5 Minuten gewartet. Jetzt werden wir einfach den Flugmodus herausnehmen von dem Handy und schauen, wie viele Leute es jetzt gecheckt haben, wie viele mir geschrieben haben. Ich bin sehr gespannt. Okay, eine Nachricht schon mal. 7 neue WhatsApp-Mitteilungen. Anrufe, es kommen Anrufe rein. Aber es sind immer noch nicht so viele Spam-Nachrichten, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es wird auf jeden Fall noch krasser werden. Wir werden auf jeden Fall gleich noch zu Moritz gehen und die endgültige Nummer leaken. Oh, wie ehrenhaft! Hey Moritz, ich weiß, dass ich nicht weiß, wer ich bin, aber ich bin so ein großer Fan, liebe deine Videos. Perfekt. Und ich werde nochmal nicht weitergehen. Was eine ehrenhafte Zuschauerin oder Zuschauerin ist eine Zuschauerin. Einfach ein random Typ fragt einfach Moritz, also beziehungsweise mich auf WhatsApp gerade mit dieser Nummer. Schickt ein Bild von seinem kaputten Auto und fragt, ob Moritz das bezahlen kann. Wahrscheinlich kann ich einfach mit Moritz Namen sagen, ob er das bezahlen kann. Hey, safe, sag mal, schick PayPal oder so. Perfekt, Digga. Und dann so 1 Cent überweisen oder so. Ja, dann überweist ihm so 1 Cent, ja. Wir haben dem Bre jetzt 1 Cent geschenkt von Mr. Beast von Wish. Viel Spaß damit. Like das Video, damit ich mehr solche Geschenke machen kann. So, mal gucken, was ihr machen würdet, wenn meine Nummer wirklich geleakt wäre. Okay, ich würde sagen, schauen wir mal, wer mir hier so schreit. Ich habe schon mit ein paar geschrieben, muss ich sagen. Dem habe ich schon einen. Du schreibst in meinem Namen, Digga. Ja, ja, ja. Ich habe auch einen aus dem Urin gedacht. Dumm von Johannes. Obwohl man so dumm sein. Obwohl, so dumm kann man nicht sein. Oh, er ist gecheckt. Ich freue mich schon aufs Video. Okay, hier schreibt jemand schon mit Herzchen, Digga. Und sonst so. Ja, ist ja dich. Ach so, stimmt ja. Freunde, ich würde sagen, schauen wir mal, was ich noch schreibe. Mann hat deine Nummer. Aber auch ein bisschen nett, ne? Man hat die Nummer im Livestream. Viele haben geschrieben. Johannes stinkt! Sehr guter Kommentar. Danke dem Maya, wirklich super. Oh, die hat jemand 30 Mal angerufen. Die rufen wir doch direkt mal zurück. Jetzt geht die Alina nicht dran, Mensch, du. Alina ruft mich 15 Mal an jetzt hier. Warte, für irgendeinen rufe ich davon jetzt an. Annika. Annika! Hallo? Hallo? Hallo, wer bist du? Ich bin eine Zuschauerin. Hi, woher hast du meine Nummer? Von Johannes Live. Johannes Live? Warum? Er hatte dich angerufen und live. Und das hast. Und da sieht man meine Nummer drin? Ja, also da war deine Nummer drin. Wirklich? Ja. Das ist jetzt ganz schön. Ich schlag den zusammen! Die Arme, Digga, die Arme! Grüße dir raus, wenn du das Video siehst! Aber die war voll nett. Also die war an sich noch. Hier hat jemand geschrieben, bist du der echte Moritz? Er musste ja kurz beweisen, dass du der echte Moritz bist. Hallo? Hallo? Hallo, wer bist du? Der Nick. Woher hast du meine Nummer? Dein Freund hat in Live deine Nummer gezeigt. Aber ich kenne dich doch irgendwoher. Woher kennst du mich denn? Du hast. Wie in einem Livestream? Du hast doch meine private Nummer dann. Hä? Ja, dein Freund hat kurz Handy in Live gezeigt, also deine Nummer. Also er wollte dich anrufen und dann habe ich halt die Nummer herausgefunden. Ach so, okay, gut, dann perfekt, ja, dann weißt du Bescheid, dann muss ich jetzt Johannes irgendwie, keine Ahnung. Okay, ciao. Ciao. Oh nein, der arme Nick. Du musst aber dabei sein. Hallo Nick, es war nur ein Prank für mein Video, Moritz ist dabei, wir drehen gerade ein Video, wo ich seine Nummer geleakt habe. Oh, Emmy ruft an, Emmy! Ich hab einen Puff. Und meine Puff-Mama heißt. Nein. Wunderbar. Was geht? Wo habt ihr meine Nummer? Eine Freundin hat sie mir geschickt, weil sie im Livestream von Johannes war. Was? Ich sollte mal die Nummer sehen. Meine Nummer ist geleakt? Emmy? Nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich kann meine Nummer jetzt einfach nicht mehr. So Moritz, ich habe ein Bild vorbereitet, wie wir jetzt endgültig die Nummer leaken. Und zwar einfach ein Screenshot, wie ich die anläufen möchte. Das ist schlecht. Geh doch ran, einfach, schreibe ich drauf. Einfach ganz random, was wir hier anrufen und davon einen Screenshot machen. Also so dämlich kann eigentlich keiner sein. Ja, das ist echt ziemlich dämlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir die Zeit stoppen. Wir haben es eben auch gemacht, eben hat es ein paar Minuten gedauert. Wie viele Story-Views hast du immer so? Unterschiedlich. 100 Leute gesehen fast. 100? Oder das sind 60? Ja, wir sind auch gerundet. Oh, viel schreiben schon, würde ich herausmachen. Nummer leak. Oh, jetzt geht's rund. Hallo? Oh, perfekt, Digga. Also, es hat 2 Minuten gedauert. 2 Minuten hat es gedauert, bis die erste Person angerufen hat. Hallo? Wer ist da? Der Brian.
Johannes hat dein Nummer in Einsatzhörer. Ich wollte kurz Bescheid sagen. Was hat er gemacht? Deine Nummer in Einsatzhörer geleakt. Johannes! Was machst du da? Johannes, ihr sagt dir mal, dass meine Nummer geleakt ist. Johannes! Komm her! Okay, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich werde dich auf jeden Fall jetzt bestrafen. Danke, ciao, ciao. Hallo? Oh Gott, ja, ich sehe es gerade. Okay, ich sage mir schnell Bescheid. Ja, danke dir fürs Bescheid sagen. Ja, ja. Johannes! Hi Mom, ich bin gleich da. Ich komme in 10 Minuten ungefähr. Hey, was schmeckt dir auf? Hallo? 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 Hä, wer bist du? Ich dachte, du bist meine Mom. Ich bin deine Mama. Hallo? Hallo? Ja, ich bin in 10 Minuten da. Ja, komm bitte nach Hause. Du hörst dich aber irgendwie anders an heute. Ja, ich bin. Mama? Ich bin krank. Mama, was hast du? Ich bin krank. Was hast du, Mama? Mama, das hört sich an, als ob du wurdest du entführt, Mama? Ja, von Lea. Mama? Mama! Weil die MC Comet löscht das mal, löscht die Story mal, die Nummer, what the fuck, Sekundentakt, im Sekundentakt. Mama, bist du's? Egal, komm. Nee, lass erlegen. Digga! Es sind jetzt 2 Stunden später und die Story haben 5000 Leute gesehen. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen hinweggegangen, dass mir so viele Leute geschrieben. Minutentakt, im Sekundentakt schreiben mir Leute vor einer Sekunde in die nächste Nachricht. Ja, oder? Okay, ich würde sagen, ich bin gespannt, wie viele das kommen. Schalten wir mal das Ganze an. So, schalten wir das aus. Und nur WLAN, damit nur WhatsApp kommt. Eine Nachricht. Nur eine, Digga! Ja, ey, das ist nur Nachrichten, das sind Nachrichten. Jo, das ist nur die Anrufe, ja, ne? Was? Das ist nur die Anrufe. Jetzt ist WLAN an, jetzt kommen die WhatsApp-Nachrichten. Perfekt! Hallo? Oh, jetzt war's weg. Perfekt, Digga. Es funktioniert gar nichts mehr. Es geht gar nichts an diesem Handy. Ja, das Handy kannst du in die Tonne kloppen, Digga. Ja, what the fuck? Ja, Freunde, super Experiment, ich bin raus. Leute, das war das dümmste Experiment ever. Moritz Nummer ist aber jetzt öffentlich, Kapi. Wenn ich Moritz echt Nummer leaken soll, dann lasst jetzt ein Like da. Bei 10.000 Likes leak ich Moritz echt Nummer. 10.000 Likes, Moritz echt Nummer, wirklich nicht Moritz, ne?